Dieses Video behandelt den intermediären Erbgang. Intermediär kommt von den beiden lateinischen Begriffen inter und medius und bedeutet so etwas wie dazwischenliegend. Wie unterscheidet sich nun der intermediäre Erbgang vom dominant-rezessiven? Beim dominant-rezessiven Erbgang erscheint immer nur ein Merkmal im Phänotyp. Natürlich, wenn man einen bihybriden Erbgang vorliegen hat, dann betrachtet man ja auch zwei Merkmale, aber eben genau diese beiden und nicht mehr oder keine andere Form. Beim intermediären Erbgang gestaltet sich das anders, denn hier gibt es eine Mischform im Phänotyp. Das bedeutet, der Phänotyp hat sowohl Anteile des einen als auch des anderen Merkmals vermischt in sich tragend. Wie kommt dieses nun zustande? Schauen wir uns dies nun exemplarisch am Beispiel der Wunderblume an. Wir haben hier die Parentalgeneration und dort haben wir die beiden Wunderblumen, eine weiße und eine rote vorliegen, beide homozygot. Das bedeutet, der Genotyp ist einmal WW für weiß und einmal RR für rot. Wenn man nun die beiden miteinander kreuzt und sich die F1-Generation näher anschaut, fällt auf, dass sämtliche Individuen der F1-Generation rosa erscheinen. Das bestätigt zum einen die erste Mendelsche Regel, das sogenannte Uniformitätsgesetz, nachdem alle Individuen gleich sind. Zum anderen ist es aber doch verwunderlich, weil man doch annehmen könnte, dass eins von beiden dominant ist. Genau das ist hier eben nicht der Fall. Es liegt kein dominant-rezessiver Erbgang vor, deswegen habe ich auch beide Buchstaben gleich groß gekennzeichnet. Es ist kein großes W, sondern ein kleines W und auch ein kleines R. Man könnte auch großes W und großes R schreiben, das spielt hier keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass sie gleich groß geschrieben sind. Also entweder beides Kleinbuchstaben oder beides Großbuchstaben. Der Genotyp ist natürlich auch WR. Er enthält natürlich von hier eine Gamete und von diesem Individuum eine Gamete und trägt somit den zu erwartenden Genotyp, aber überraschenderweise eben eine Mischform im Phänotyp. Wenn man nun die F1-Individuen miteinander kreuzt, also das mit einem Geschwister sozusagen aus dieser Generation, kommen wir zum Kreuzungsschema der F2-Generation. Wir haben hier wieder die Gameten aufgetragen auf den Achsen des Kreuzungsschemas. Und hier greift die zweite Mendelsche Regel, die sogenannte Spaltungsregel, wieder. Und zwar 1 zu 2 zu 1. Und das sowohl was den Phänotyp betrifft, als auch was den Genotyp betrifft. Genotyp ist ja eh klar, hier sieht man das sehr schön. Einmal, zweimal W, dann zweimal WR und einmal RR. 1 zu 2 zu 1. Phänotypisch wäre dieses Individuum hier weiß, dieses rot und diese beiden hier jeweils rosa.